ruckzuck wären wir zunehmend Mond am 31. August 2022. Ficus caricam male carump. Er leer. Hier am Pflanzen in einen Tablita. Rosentopf. So, da legen wir uns was unter. Wir werden nochmal das ganze Substrat, das wir nicht brauchen, rausschütten. Ja gut, das reicht schon. Das ist eine Mischung aus 50% Perlit, 50% Kompost. Ja, und jetzt werden wir mal vorsichtig schauen. Als erstes ziehen wir so einen Examination Glove an, einen blauen Untersuchungshandschuh. Einer reicht. Wie verwurzelt ist. 31.07.2022. Schon ein bisschen alt. Wir haben das hier mit Ducktape zugepickt. Hier haben wir das mit Sekundenkleber abgedichtet und jetzt schauen wir mal, wie stark die Pflanze durchwurzelt ist. Wir brauchen ja die nur hier. So, von der Höhe geht das schon, wenn wir noch ein bisschen was rausgeben. Verwurzelt. Gleich dann hineinpflanzen. Bisschen Urgesteinsmehl, damit wir den pH-Wert anheben, ist auch noch drinnen. Und Calciumcarbonat Kalk. So, das sollte reichen. Jetzt schauen wir uns unsere Wurzeln an. Vorsichtig das Rohr. Abreißen, ja, die meisten Wurzeln rausbekommen und haben auch die meisten Wurzeln rausbekommen. So, schaut das dann aus und die ist dann schon schön durchwurzelt und kommt jetzt hinein. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Alles Guten. Was rausgeben, haben wir da eine Wurzel aufgesetzt. Besser ist das natürlich mit dem Substrat, das wir jetzt reinbekommen. Aber so geht es ja auch. So, hinein. Schauen, dass die schön so steht, wie wir die haben wollen. Guter Tipp ist, die einfach anlehnen. Und dann das Substrat wieder hineinfüllen. Ganz einfach eigentlich. So, Wurzeln. Ein bisschen anheben, damit unten genug Platz ist, damit sich die Wurzeln entfalten können. Und dann haben wir schon in Orde Carom, Ficus carica Feige. Die vielleicht eventuell nächstes Jahr schon Früchte trägt. So, und jetzt füllen wir mit rum an. Und dann haben wir es geschafft.